Herzlich willkommen wieder bei der Anwaltskanzlei Andreas Mauritz, heute mit dem Thema Schwerbehinderung. Thema Schwerbehinderung. Warum dieses doch etwas tröge Thema? Naja, das hat verschiedene Ursachen. Ein schwerbehinderter Arbeitnehmer, der hat zum einen arbeitsrechtliche Vorteile, hat ein paar steuerrechtliche Vorteile und die Bundesregierung plant ja nun, die Steuerfreibeträge für schwerbehinderte Arbeitnehmer deutlich zu erhöhen. Und er hat aber auch sozialversicherungsrechtliche Vorteile, nämlich er kann früher in Rente gehen. Wenn ein Arbeitnehmer einen Grad der Behinderung GDB 50 und mehr hat, dann ist er schwerbehindert. Und das erste Missverständnis, mit dem er hier mal aufräumen muss, ist GDB, Grad der Behinderung, MDE, Minderung der Erwerbsfähigkeit. Die Schwerbehinderung hat nichts, aber auch überhaupt nichts damit zu tun, wie leistungsfähig bin ich denn noch. Also Minderung der Erwerbsfähigkeit und Grad der Behinderung, MDE und GDB nie in einen Topf werfen, ist was grundsätzlich anderes. Wir reden hier nur über den Grad der Behinderung. Wenn jemand eine GDB 50 und mehr hat, dann hat er diverse Vorteile. Zum einen genießt er einen besonderen Kündigungsschutz, das ist mal das eine. Das zweite aber ist, er hat mehr Urlaub, nämlich 5 Tage mehr. Und das dritte ist, er muss keine Mehrarbeit leisten. Also ich rede jetzt nicht von Überstunden, sondern Mehrarbeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes. Und der schwerbehinderte Arbeitnehmer hat einen einklagbaren Anspruch gegen den Arbeitnehmer auf Veränderung seines Arbeitsbereiches, seines Arbeitsplatzes. Der Arbeitgeber ist nämlich nach den gesetzlichen Vorschriften des SGB 9 verpflichtet, dem Arbeitnehmer, dem schwerbehinderten Arbeitnehmer, gewisse Erleichterungen zur Verfügung zu stellen. Also Arbeitshilfen, das ist das eine. Das geht sogar aber so weit, dass selbst die Arbeitsorganisation geändert werden muss. Der schwerbehinderte Arbeitnehmer hat viel mehr Möglichkeiten, Teilzeit zu realisieren und so weiter. Also diese Schwerbehinderung hat für einen Arbeitnehmer durchaus erhebliche Vorteile. Jetzt werden einige von Ihnen sagen, ja, aber dann kriege ich keinen Arbeitsplatz, weil dann werde ich beim Vorstellungsgespräch gefragt, sind Sie schwerbehindert oder irgend sowas in der Art und dann muss ich das ja angeben und dann stellt mich der Arbeitgeber nicht ein. Das ist weit gefehlt. Die Frage nach der Schwerbehinderung ist genauso unzulässig wie die Frage nach der Schwangerschaft oder sonst irgendwas in der Art. Also auch so Fragen wie, sind Sie gesund? Unzulässig. Haben Sie einen Antrag auf Anerkennung als schwerbehinderter Mensch gestellt? Unzulässig. Warum unzulässig? Wir kennen alle das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz bedeutet natürlich, ich darf niemand diskriminieren, also benachteiligen wegen Geschlecht, Religion und so weiter, aber natürlich auch nicht wegen einer Behinderung. Und die Frage nach der Schwerbehinderung, auf was zielt die ab? Na, die zielt darauf ab, dass ich ausfiltern kann. Etwas anderes gilt nur für den Fall, dass der Arbeitgeber ausdrücklich in seine Stellenanzeige reinschreibt, diese Stelle ist für Schwerbehinderte gut geeignet oder aber wir stellen bevorzugt schwerbehinderte Menschen ein oder irgendetwas in der Art. Dann kann der Arbeitgeber natürlich danach fragen, denn nur dann kann er ja den schwerbehinderten Arbeitnehmer auch einstellen. Wenn der Arbeitnehmer dann wahrheitsgemäße Angaben macht und er wird nicht genommen, dann denkt man, na gut, jetzt habe ich halt doch Pech, cleverer Arbeitgeber, so kriegt er das raus. Auch weit gefehlt. Das ist nämlich ganz einfach, der Arbeitnehmer schreibt dann den Arbeitgeber an und sagt, ja gut, Sie haben ja reingeschrieben in die Stellenanzeige, Sie wollen den Schwerbehinderten bevorzugt einstellen, deswegen habe ich mich ja auch offenbart als Schwerbehinderter, jetzt haben Sie mir abgesagt, haben Sie denn jetzt einen Schwerbehinderten eingestellt? Und wenn der Arbeitgeber jetzt sagt, ja, nee, ich habe doch keinen Schwerbehinderten eingestellt, dann entsteht eben ein schwerwiegendes Indiz dafür, dass das nur vorgeschoben war. Dann habe ich eben mein Diskriminierungsmerkmal und dann steht mir ein Schadensersatzanspruch zu nach § 15 AGG. Oder aber der Arbeitgeber sagt einfach nichts. Oberschlau, wie er ist, denkt er sich, die Frage beantworte ich gar nicht.
Das hat der Europäische Gerichtshof schon entschieden. Da sagt der Europäische Gerichtshof nämlich, wenn der Arbeitgeber auf eine solche Frage nichts sagt, dann ist das auch schon ein Indiz dafür, dass er offensichtlich jemand benachteiligen wollte. Also von daher, Sie sehen, wenn Sie einen Antrag stellen auf Anerkennung als schwerbehinderter Mensch, haben Sie tatsächlich keinen Nachteil. Sie müssen auf die Frage nicht wahrheitsgemäß antworten. Wenn Sie sich jetzt durchringen zu sagen, ja gut, dann stelle ich mal den Antrag auf Anerkennung als schwerbehinderter Mensch, dann muss man auch mit verschiedenen Missverständnissen aufräumen. Denn in den seltensten Fällen sagt die Diagnose etwas aus darüber, bekomme ich jetzt meine Schwerbehinderung oder nicht. Diese seltenen Fälle sind zum Beispiel, was man ja hoffentlich nie hat, eine Tumorerkrankung. Also wenn man eine Krebsdiagnose bekommt, dann stellt man sofort einen Antrag auf Anerkennung als schwerbehinderter Mensch und mit dieser Diagnose, allein mit dieser Diagnose, bekomme ich schon eine GdB 50 im Rahmen der sogenannten Heilungsbewährung. Ansonsten aber sagt eine Diagnose Herzinfarkt überhaupt nichts drüber aus, bin ich denn jetzt schwerbehindert oder nicht, sondern da kommt es konkret darauf an, wie wirkt sich diese Diagnose, also diese Erkrankung, auf ihr tägliches Leben aus. Wie ist das mit der Beweglichkeit? Wie viel Meter, Kilometer können Sie denn zum Beispiel noch schmerzfrei gehen? Können Sie ohne Pausen gehen? Können Sie noch Treppen steigen? Ja oder nein? Können Sie bestimmte Lasten tragen? Also typischerweise Sprudelkiste oder was ich immer so flapsig sage, Omo-Paket, kann aber natürlich auch ein Persil- oder ein Ariel-Paket sein und was wir sonst noch an Waschmittel haben. Was können Sie denn im täglichen Leben noch im Haushalt machen? Was ist zum Beispiel eingeschränkt bei der persönlichen Hygiene? Und das Problem bei diesen Anträgen auf Anerkennung als schwerbehinderter Mensch ist natürlich immer, ich fülle diesen Antrag aus, das ist ein Formantrag, kriegen Sie bei jedem Bürgermeisteramt. Da muss man dann die Ärzte angeben, die Ärzte von der Schweigepflicht entbinden, dann geht routinemäßig die Anfrage des Versorgungsamtes raus und die Ärzte schreiben halt die Diagnose und sagen, halte ich für schwer, halte ich für mittelschwer. Damit kann aber der Mitarbeiter vom Versorgungsamt letztendlich gar nichts anfangen. Man sieht halt einfach die Diagnose und sagt, ja gut, Da ist ganz arg wichtig, wenn Sie es schnell erreichen wollen, für sich einen positiven Bescheid, dass Sie was dazu verfassen, dass Sie sagen, diese Diagnose wirkt sich bei mir wie folgt aus. Jene Diagnose oder jene Erkrankung wirkt sich wie folgt aus. Und Sie sollten auf alle Fälle auch das ganz offen mit Ihren Ärzten ansprechen und sagen, Sie werden jetzt ein Schreiben bekommen, bitte seien Sie so freundlich und geben nicht nur einfach eine Diagnose an, sondern sagen Sie auch, was das für mich bedeutet. Zum Beispiel Schlafstörungen, ich kann nicht mehr durchschlafen. Zum Beispiel Appetitlosigkeit, Rückzugstendenzen, ich gehe nicht mehr ins Theater deswegen, weil ich ein großes Hautekzem habe. Morbus Crohn-Erkrankung zum Beispiel, ist ja eine ekelhafte Darmerkrankung. Da muss natürlich mit aufgenommen werden, in welcher Häufigkeit so ein Morbus-Crohn-Anfall zum Beispiel kommen kann, wie er sich auswirkt, dass man dann sehr schnell auf eine Toilette gehen muss. Dann kann ich nicht ins Theater, ich kann nicht ins Kino, weil ich kenne kein Kino, ich kenne kein Theater, wo die Toilette nur 5 Meter von meinem Platz entfernt ist. All sowas muss letztendlich rein und da muss man auch mit offenen Karten spielen, auch mit seinem Arzt. Der Arzt bekommt nicht so richtig viel Geld dafür, dass er das bekannt gibt. Sprechen Sie offen mit Ihrem Arzt und sagen dem Arzt, Sie brauchen ein umfangreicheres ärztliches Attest und wenn dann eben Kosten entstehen, dann soll er das sagen, diese, keine Ahnung, 30, 40 Euro sind Sie bereit zu bezahlen. Gehen Sie das offensiv an. Ärzte haben, warum auch immer, so ein bisschen Angst davor, das anzusprechen, weil sie immer denken, der Patient sagt dann, ja, aber bin ja eh bei Ihnen in Behandlung und meine Krankenkasse. So ein Attest gehört natürlich nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung. Der Arzt kann es nicht abrechnen. Das kennen wir von uns alle. Was ich nicht bezahlt bekomme, mache ich vielleicht nicht so richtig gern.
Und wenn man das offen anspricht, dann hat man einfach eigentlich gute Chancen, dass der Arzt von Anfang an gleich richtig mitspielt. Und dann entwickelt es eine ganz andere Dynamik. Der Sachbearbeiter sieht, oh, okay, das ist ja jetzt nicht nur einfach eine Diagnose, mit der ich vielleicht gar nichts anfangen kann, sondern da steht irgendetwas dahinter. Und diese Gesamtschau macht es letztendlich aus. Dann sollten Sie auf alle Fälle auch berücksichtigen, es gibt Merkzeichen, G für gehbehindert, AG für außergewöhnlich gehbehindert. Auch das muss man von Anfang an gleich mit beantragen und auch da muss man natürlich mit dem Arzt auch mit offenen Karten spielen. Denn wenn ich so ein G habe oder vielleicht sogar ein AG, habe ich noch besondere Vergünstigungen im öffentlichen Nahverkehr, kriege ich vielleicht einen Parkplatz, kriege ich einen Behindertenparkausweis und sowas in der Art. Also auch da von Anfang an offensiv das mit den Ärzten machen und dann funktioniert es im Regelfall nämlich ohne, dass man ins Widerspruchsverfahren muss und ohne, dass man ins Klagverfahren muss. Denn die Erfahrung zeigt, im Klagverfahren kann man schon einiges reißen, das dauert aber beim Sozialgericht naja, 2 Jahre, 2,5 Jahre. Und wenn man früher in Rente gehen möchte oder wenn vielleicht ein Personalabbau droht, man möchte seinen besonderen Kündigungsschutz eigentlich vorher haben und mehr Urlaub wäre auch sinnvoll, wenn ich ihn gleich habe, nicht erst in 2, 2,5 oder 3 Jahren. Ich denke, ich konnte Ihnen damit mal so einen ganz guten Überblick geben, warum es Sinn macht, einen Antrag zu stellen auf Anerkennung als schwerbehinderter Mensch. Der Vollständigkeit halber, wenn Sie keine GDB 50 bekommen, sondern Anführungszeichen nur Anführungszeichen GDB 30 oder 40, ist auch noch nicht alles verloren. Dann stellt man einen Antrag bei der Agentur für Arbeit auf Gleichstellung einem schwerbehinderten Menschen, gibt es nämlich auch. Dann genießen Sie genauso den besonderen Kündigungsschutz. Sie haben nicht den Mehrurlaub und Sie können auch natürlich nicht früher in Rente. Das geht nur, wenn man schwerbehindert ist, aber den besonderen Kündigungsschutz und diesen Anspruch darauf, dass der Arbeitsplatz umgestaltet wird, den habe ich dann auch schon mit einer GDB 30 und Gleichstellung. Also Sie sehen, es lohnt sich. Wenn Sie irgendwelche Fragen zu dieser Thematik haben, Sie sehen ja unten eingeblendet unsere Telekommunikationsdaten. Sie melden sich dann einfach und kriegen eine Rückantwort. Vielen Dank und passen Sie auf sich auf.